Wenn ihr mal wieder Bock habt auf richtig viel Herzschmerz und Schmachtfetzen, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension auf meinem Channel. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder einschaltet. Und ich habe heute den neuesten Nicholas Sparks auf dem Schirm für euch. Ich habe ihn gelesen und zwar ja, ist er im Heine Verlag erschienen, ist mir vom Heine Verlag auch kostenlos zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt worden. Wo wir uns finden, ja, ist natürlich ein Liebesroman, hat 380 Seiten und ist ein Hardcover. Genau. Und ich hatte irgendwie mal wieder Bock, weil ich jetzt in letzter Zeit auch viele Liebesgeschichten lese. New Adult, Young Adult, Dark Romance, keine Ahnung. Habe ich gedacht, lasse ich mich mal wieder auf einen Sparks ein. Und ja, der Klappentext, der klang auch vielversprechend. Und ja, Cover finde ich auch hübsch und natürlich auch sehr treffend. Ja, es geht um Hope und es geht um True. Und Hope ist in einer relativ unglücklichen Beziehung seit 6 Jahren und sie fährt aus familiären Gründen an eine Küste und nimmt sich dort da auch mal Auszeit und ja, sie denkt auch mal so über ihre Beziehung nach, mit der sie eben, wie gesagt, nicht ganz so glücklich ist. Ihr Freund hat sie ja schon einige Male betrogen und ja, auch jetzt aktuell, während sie da an dieser Küste ist, macht er Männerurlaub in Vegas und wir alle wissen, dass es in Vegas ganz schön abgehen kann und sie sieht ihn schon wieder in irgendwelchen Striplokalen und ja, sie ist nicht so ganz zufrieden, aber eigentlich liebt sie ihn schon. Ja, an dem gleichen Ort macht auch gerade True mehr oder minder Urlaub. Er fährt dorthin, also eigentlich ist er in Simbabwe beheimatet und hat dort auch einen Sohn und ist dort Guide von Safaris. Und ja, sein Vater, er möchte seinen leiblichen Vater eben gerne kennenlernen und ja, so befinden sich Hope und True am gleichen Ort, zur gleichen Zeit und treffen aufeinander und ja, wir kennen Nicholas Sparks. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander, in einer rasenden Geschwindigkeit, also das ist wirklich Liebe auf den ersten Blick und ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sie wohnt in Amerika, er wohnt in Afrika und die Entfernung ist wahnsinnig weit. Sie lieben sich aber unendlich, aber sie haben beide an ihrem Heimatort eben Dinge und Träume, die sie dort wieder zurückziehen. Also True hat seinen Sohn vor allem in Afrika und sein Leben und ja, sie hat eben auch so einige Verpflichtungen und Träume eben auch und auch ihre Beziehung, die sie da wieder zurückzieht. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, entscheiden sie sich füreinander, entscheiden sie sich gegeneinander? Träume, Liebe, Verpflichtungen, ja, was wird eben, oder was hat eben Priorität? Und die Fragen, die sind gar nicht so einfach zu stellen. Jo. Wir haben am Anfang noch ein Vorwort von Nicholas Sparks und wir haben auch noch ein Nachwort von Nicholas Sparks und beides fand ich echt ganz gut, hat mir richtig gut gefallen. Mir hat der Schreibstil richtig gut gefallen. Ich bin sehr, sehr, sehr schnell durch die Geschichte gekommen. Ich habe die 380 Seiten weggelesen wie nichts. Und mir haben Hope gut gefallen, mir hat auch True sehr gut gefallen und mir hat die Liebesgeschichte zwischen den beiden auch gut gefallen. Und jetzt kommt mein großes Aber. Ich glaube irgendwie, Sparks und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Also ich habe ab und zu mal eins von ihm gelesen, ein Buch von ihm, wo ich richtig begeistert war. Und wenn man sich so die Bewertungen von Wo wir uns finden ansehen, hat das ja auch wieder durchweg 5 Sterne und Wahnsinn. Und ich weiß auch, dass Nicholas Sparks eine riesengroße Fangemeinde hat. Aber ich habe so immer das Gefühl, wenn ich Sparks lese, es läuft alles zu glatt, also und zu perfekt und die Charakter passen zu toll zueinander und irgendwie wirkt es schon so ein bisschen langweilig. Klar, freilich haben die
Charaktere immer so Schicksalsschläge, die sie auseinander und wieder zusammenführt. Solche Sachen kommen natürlich in den Büchern von ihm auch vor. Und dennoch wirkt der Verlauf der Geschichte extrem schmalzig, extrem glatt für mich jetzt, ne? Und irgendwie dann auch langweilig und so ein bisschen spießig. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich vielleicht einfach mal noch so 10 Jahre abwarten sollte. Vielleicht gefallen mir dann die Bücher von ihm besser, die Geschichten, weil ich meine, deswegen greife ich immer wieder zu Sparks, weil ich eigentlich schon gern Liebesgeschichten lese ab und zu und weil er eine riesengroße Fangemeinde hat und weil er auch ganz klar schreiben kann. Aber ich wünsche mir da einfach so ein bisschen mehr Spannung, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt, Hope ist 36 Jahre alt und ja, das Buch ist auch in 2 Teile gegliedert und sie wird dann natürlich auch älter und ich denke, vielleicht sollte ich einfach mal noch 10 Jahre warten und dann, ich fühle mich oft zu jung für seine Bücher, sagen wir es mal so. Und ja, ich lese eigentlich momentan auch sehr gerne Liebesgeschichten, wo die Protagonisten so 25 aufwärts sind, ne? Aber ich weiß nicht, Nicholas Sparks und ich, wir werden irgendwie nicht so richtig Freunde. Ich habe letztens eins von ihm gelesen, das war ziemlich dick, das ist auch noch nicht so lange auf dem Markt gewesen. Das fand ich richtig, richtig spannend, aber da war auch so ein bisschen Thrill dabei. Und ja, Wo wir uns finden, hat von mir 4 Sterne von 5 bekommen. Einfach, wie gesagt, es war mir so ein bisschen zu perfekt, zu langweilig, nicht atemberaubend genug. Ich kann es nicht beschreiben und ich denke einfach, dass ich noch so ein bisschen zu jung dafür bin. Ihr könnt mir aber gerne einen Sparks empfehlen. Schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren und ich hoffe, euch hat meine Rezension trotzdem ganz gut gefallen und ich würde auch gerne interessieren, wie ihr zu Sparks steht. Und ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!